Es ist schon ein bisschen dunkel geworden. Naja, macht ja nichts. Trotzdem können wir ja Hand spielen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei sind natürlich noch Moon und Ragoon. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Okay. Warte, ich pack ihm so eine Spritze rein. Hallo? Eine Ewigkeit später. Ja gut, wir können ja schon mal den ersten Hinweis einfach mal holen. So. Okay. Ja, da wird hier schon keiner hinkommen. Warte mal kurz, hier ein bisschen dunkler meine Monitore, weil es ja hier irgendwie schon nachts geworden ist. Okay. Moon ist bestimmt einfach... Ach, Moon ist wach geworden. Moon ist da. Moon ist doch da. Wie lange seid ihr schon drin, ne? Ja, schon. Ja, die ist nur, also, ich sag mal, als die Runde angefangen hat, war hell. Nee, alles gut. Warte. Ich, Ja? Das dauert noch ein bisschen. Ich dachte, wir... Okay. Alles gut. Ist erstmal in Ruhe. Ich hab mir gerade... Mit dem leckeren, selbstgebackenen Brot in der Küche kurz gegessen und jetzt habe ich mir noch ein Stück mitgebracht. Ach so, ja, macht ja nicht so schlimm. Dafür ist ja, Brot da. So. Ah, platzt dem Zombie der Kopf. Du. Und sonst so bei euch? Ja, warte, ich muss noch kurz aufkauen. Ja, mach erst mal. In der Zwischenzeit können wir ja uns... Was? Was ist denn das für ein Brot? Das hat Marcel gebacken. Echt? Oder muss ich mal auch mal machen lassen? Nein, du bist blöd. Das ist richtig lecker. Hier sind so Sonnenblumenkerne drin, Dinkelsprot und so. Also es ist richtig, richtig lecker, das Brot. Klingt zwar saugesund und andere denken sich so, gesund. Aber es ist echt richtig lecker. Ist aus Dunkel-Urkorn gemacht auch. Und, dann Standardbrot. Ja, also mal Standardbrot. Mit Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne und Sesam. Nee, nicht Sesam, Dinkelschrot. Nee, ich weiß, was du meinst. Leinsam. Leinsam, richtig. Leinsam, Schrot. Genau. Ja. Den dicken, kerligen Schrot. Aber es schmeckt wirklich richtig lecker. Knackt und knistert beim Kauen. Genau. Also falls die Zuschauer gerne das Rezept möchten, dann schreibt in den Kommentaren, ihr möchtet das Rezept. Weil dann denke ich nochmal dran, sonst denke ich nicht daran, das Rezept runterzupacken. Ey, wie soll man haben? Marcel bringt mich wieder auf den Geschmack, selbstgebackenes Brot irgendwie essen zu wollen. Das ist auch so viel besser als irgendwie gekaufte so. Das stimmt, ja. Das schmeckt auch viel frischer und man weiß auch immer, was drin ist. Ja, das sowieso. Und der Boss ist hier. Und lecker frisch gebackenes warmes Brot essen. Ja, gut, bei dem muss er aufpassen, weil der bröckelt halt auch gerne mal. Das stimmt. Deswegen kann ich bei dem Brot eigentlich empfehlen, weniger Wasser zu nehmen, als draufsteht. Auf dem Rezept. Also wirklich um einiges weniger Wasser. Ja, und sonst einfach was Leichtes nehmen. Also irgendwas, was man aufstrichmäßiges draufpacken kann. Und dann so leicht raufschmieren. Das so. Ist auch ganz gut. Ja. Die Spinne ist direkt hier. Genau. So. Spinni. Oh nein, Spinni. Was machen Sie denn da? Klumpi. Machen Sie die Kürze. Wie geht das? Ja. Sorry. Könnte ja noch rauskommen. Nein. Ich bin überlegen, ob ich denn hier den Gegner schon mal die Muni wegnehme. Ach ja, und für alle schon mal frohes neues Jahr. 2022. Ja. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ja, was denn ausgehen? Zu Ostern sind die Leute bestimmt noch, also da können sie sich schon noch dran erinnern, dass sie gut reingerutscht sind. Ich hab jetzt hier oben das Gedöns so heftig scheiße zugemacht. Was? Dann hört man dir auf jeden Fall erstmal.
Bad Ostern. Oh. Komm, ich hey, komme jetzt doch hier runter. Achso. Achso. Okay. Komm, ich komme jetzt hier runter. Manu. Aua. Das war mein kleiner Zieh. Ist das zerbröselt? Ja. Na, das ist ärgerlich. 1000 Einzelteile zerfallen. Oh je. Bin ich fast tot. Fast. Benny. Oh nein. Nee, nicht das Klumpenvieh hier. Ach, Kacke. Pass auf, das Klumpenvieh kommt. Benny, komm her. Out. Aua. Oh Gott. Hilfe. Bin ja sie aufgelöst. Ich spring's nicht mit ihm. Das ist Kohle. Was? Das ist Kohle. Kohle, ich Kohle, Kohle. Nicht. Kohle, Kohle, Kohle. Das Kohle, ist wieder so laut auf meinem Ohr. Sorry. Ach Mist, jetzt habe ich keine Patronen. Warum ist die Haustür hier auf? Ich wollte ein bisschen durchlüften, aber hab gesehen, draußen dunkel ist. Achso, ich hab noch was. Wenn man lüftet, darf man nur Stoß lüften, dann stimmelt die Wohnung. Oh, weg da, weg da! Ah, ich bin nicht mehr abgehauen. Ich glaube, da waren wieder Raben aktiv, oder? Ja, ich höre was. Ja, die sind da. Habt ihr eine Falle bitte für die Tür hier? Nee, ich habe leider... Bevor die hier reinkommen. Ja, ich habe nur aber nur ein Signal, leider. Das ist egal, aber man hört die wenigstens. Achtung, doch anders sein, nicht da durchlaufen. Die sind auf 60. Ja. Ich glaube, ich habe es richtig getroffen. Wir werfen was rein. Kann sein, dass die von oben. Alter, ich höre nichts mehr. Ich bin taub auf meinen Ohren. Alter. Ja, ich sehe gerade jemanden. Auf 30. Raben! Hab einen. Sehr gut. War das die Frau, ne? Ja, hier vorne. Kannst du die beobachten, dass die nicht aufgehoben wird irgendwie? Ja, ich sehe das nur durch den Schlitz. Ich schieße die nicht viel. Was reicht hier? Stopp mal kurz, bitte. Ich sehe hier auch gerade was durch den Schlitz. Stacheldraht. Die rennen über uns rum. Die haben oben die Tür aufgemacht. Wir müssen aufpassen, dass die nicht von oben runterspringen. Hab einen.
Erst mal von oben runter. Das bin ich. Achso. Hab's nach oben geschmissen. Scheiße, ich weiß nicht, ob die da noch liegt. Hast du Felice getötet? Ich weiß es nicht, ich habe es nie gesehen. Ja. Ich habe da nur jemanden rumlatschen sehen. Ja, scheiße, hier steht wieder. Da ist schon wieder jemand. Das ist gut, dafür brennt jetzt jemand. Die Falle wurde erst wieder an der Tür. Oder? Was? Nee, das ist ein Stachel. Okay, alles gut. Da ist ein Stachel dran. Aber hier wurde eine Feuerwerk-Dings ausgelöst. Ja, war ich, genau. Okay. Oh, die wird gelöscht. Jetzt zumindest hört man jetzt, wenn da einer ankommt und hustet. So, Bounties. Nehmen wir kurz. Die sind da auf 300. Oben oder unten? Auf 315 unten. Auch noch irgendjemand. Wow, wow, wow. Was schießt du da? Ja, da waren welche. Achso. Also die einzigen, die ich gerade sehe, auf 330. 330, 315. Einer war näher, einer war ein bisschen weiter weg. Ja. Ist, glaube ich, gerade dahinter gerannt. Oh, ich habe hier was Geiles gefunden. Was denn? Ja, kann man so geil durchgucken. Okay. Ja, kann man raufklettern und man kann da raufklettern und durchgucken. Ragun, siehst du die da irgendwo? Ja, ich habe da gerade nur einen Pixel gesehen, was ich... Wo denn? Im Haus? Dahinter? Nee, hier auf... Von mir aus 15, da hinten. Ja, ja. 0,15. So dazwischen. War hinterm Haus. Ja, ja. Rennt gerade. Da wieder weggerannt. Okay, die anderen sind weiter weg von uns. Sind bei Stillwater. Haben wir da immer eine Fackel rumliegen? Was denn? Draußen wird die gleich aufgehört haben zu dampfen. Ich habe gerade draußen schon eine angezündet. Aber... Kurz durch, danke. Okay, die dampfen nicht mehr. Wir müssen aufpassen, dass die nicht auf einmal von oben runterspringen. Da sitzen die hier drin bei uns. Weil die Luke oben offen ist. Habt ihr... Nein, das ist gegenüber. Das ist auch das 345. Ich weiß ungefähr, wo die sind. Müsstest die da eigentlich gut sehen können, fast. Mag hier mal. Also, warum ist die Musik hier gerade 315? Ja, ich kann dich mal kurz ranlassen. Siehst du das? Wie man hier gucken kann. Sag mal. Ja, ist ein Problem. Man kann nicht so gut in die Hocke gehen. Doch. Du musst halt nur...
Du musst, ja. Würde ich speziell hinstellen. Okay, dann guck du doch weiter, wenn du möchtest. Dann okay. Guck nur, dass sie die eine hier nicht holen. Stopp! Hier ist jemand in der Nähe. Direkt hinter der Wand. Mir ist ja auch jemand. Wieder nach oben. Kann gut sein. Pass auf, dass von oben keiner runterspringt. Also wenn ihr ein Pfeilgeräusch auf einmal hört, so ein Höh oder irgendwie sowas. Ja, der ist hier oben. Okay, die anderen hauen da oben hin ab. Also ich habe bis jetzt nur zwei da hinten gesehen auf 3,30. Ne, nicht? Ne. Aber hier ist gerade jemand über uns. Ich hab niemanden gesehen, oder auf 3,30. Hört ihr das nicht? Ja, ich habe gerade geguckt, wie gesagt. Ich komme ja auch nirgends immer irgendwie raus, ne? Das Einzige, wo wir rauskommen könnten, wäre vorne halt. Da. Ich habe etwas keine Ahnung, was die für Waffen haben. Sind die denn unten oder oben? Na, ich würde sagen, auf unsere Etage. Versuch gerade, aber ich sehe die hier nicht durch das Loch. Habt ihr noch irgendwie Feuer, was zum Feuern oder irgendwie sowas? Ich hab nur Dynamit gewachsene Dynamitstange. Naja, bringt nichts. Und halt zum Löschen. Das Blöde ist, die Tür macht Lärm. Ja, aber du kannst mal trotzdem mal versuchen, die Tür aufzumachen. Mach mir mal kurz die Tür auf, mal gucken. Und dann gucke ich mal. Und dann gucke ich mal, ob ich rausgehen kann. Ja, die sind aufgeteilt, sind auf 3,45. Warte eben kurz. Ich guck, ob ich ein Dings finde. Die kommen hier hinterher gerannt. Hör ich? Die rennen. Stacheldraht? Ich hab Stacheldraht hier hochgeworfen. Das war ich. Ah, sehr gut. Oh, die sind gegenüber in 330 im weißen Gebäude. Die latschen doch die Wasser. Ja, passt auf unten, dass sie den einen nicht wiederholen. Ja, aber wo? Unten, wenn du links, wenn du hinten, pass mal auf, da hinten da durchguckst, dass die da die nicht wiederholen. Da liegt die. Also einer ist so auf 3,15 und der andere ist näher auf 2,70. Seid ihr oben? Ich bin oben. Da ist einer gewesen. Sehr gut. Hab ihn erschossen. Sehr gut. Muss mal kurz los. Der liegt genau da. Mhm. Hab grad einen ordentlichen Shot abbekommen. Hey, hier die Ecke. Ich ja schon sagen. Das muss ich mir mal merken hier. Ach, hier direkt. Ach, hier unten liegt direkt jemand. Ja, und hier auch. Ja. Ich guck da hinten im Wasser und dann guck ich einfach mal ganz nach unten. Oh, hier vorne. Naja, die liegt direkt da unten. Auf, ich schmeiß dir mal kurz eine Fackel runter. Achtung, nicht wundern. Die ist aus. Ich hab hier oben noch eine Fackel. Soll ich die abfackeln? Kannst du gerne abfackeln. Ich schmeiß mal noch eine Fackel runter, die sind beide aus. Vielleicht kommt ihr an beiden ran. Weil der kann nur noch theoretisch einlöschen.
Schafe nicht. Ja, doch. Doch. Oh, ich glaube, ich habe dir gerade gesehen auf 2,55. Also ich habe hier eine richtig, richtig gute Position. Hinten auf 2,270. Rennt hinten im Schilf rum. Aua. Kommt ihr mit der anderen Fackel auch an der anderen dran, die ihr abgeballert habt? Nein, ich nicht. Wo ist der jetzt? Ich hab nur noch eine Sekunde. Kommt näher, warte. Auf jeden Fall. Ja, er ist hier. Der löscht schon wieder. Ja. Pass auf, ich habe hier einen richtig guten Blick auf sie. Auf die, die du erschossen hast? Ja. Deswegen, also. Wo hast du die Fackel liegen, Tamagun? Ich habe die, die du runtergeschmissen hast, die eine habe ich liegen gelassen. Liegt da noch? Okay. Ah ja, okay. Lass mich dir mal kurz abfackeln. Oder? Da kommst du nicht durch, da kannst du nicht durchwerfen. Stopp! Da läuft was Dickes rum. Kannst du mir pingen, wo die liegt? Ja. Genau da. Du kannst nicht da durchpingen, du pingst die Wand bei mir. Ja, du pingst jetzt die Wand. Hab ich... Okay. Das ist 315. Ungefähre Entfernung? NW. Sagen wir 10 Meter? Lass mich einmal kurz gucken. Wenn ich, kann ich die ja sehen? Du musst ganz weit nach links. Nach links. Das ist rechts. Leute. Nee. Ja, ich hör's. Hier vorne. Ja. Ich hab's gehört. Ja, er ist da. Hab ihn, der rennt, der Dicke rennt hinter ihm her. Jetzt rennt er hier rum. Oh Mann. Der rennt da so rum. Der Dicke ist hinter ihm her. Und wie viel Sicht hast du noch? Eine Sekunde. Ja. Der Dicke rennt halt gerade hinter dem her, deswegen. Aber ich glaube, sie geht zu der hier. Und wenn, dann habe ich richtig gute Position, also. Die wird, wenn sie die aufhebt, ein Heady abbekommen. So. Hey, kannst du nochmal löschen? So, mal gucken, ob die jetzt so ankommt. Guck mal durch das Loch durch, Moon. Guck ich die ganze Zeit. Mhm. Oh, wir sind schon tot. Hä? Ja, die eine hier. Die kann er nicht mehr holen. Die war instant schon ausgebrannt jetzt. Hä, wir sind tot. Nein, die ist tot. Wie viele Sekunden hast du noch? Eine. Dann guck ich. Du siehst sie nicht. Ist genau da. 315. Ich habe leider keine Sekunde mehr.
Weiter weg, ne? Bisschen. Soll ich nochmal rausgehen, Ragun? Hm? Soll ich nochmal rausgehen? Denk dran, du hast immer noch einen Blitzer im Kopf, ne? Wieso ich? Ach nee, du hast das gar nicht genommen, ne? Nee. Ah, okay. Soll ich einmal gucken? Ich habe noch eine Sekunde. Ja, kannst machen. Ich frag. Ja. Okay, warte, ich guck mal. Ist weiter weg auf 300 höchstwahrscheinlich, da hinten, wo das andere weiße Haus ist. Stopp, nein! Sie ist gerade bei 33, sie ist da! Sie ist dahinter gerannt wieder. 330. Scheiße, sie weiß, wo ich bin. Wo ist sie denn? Irgendwo 315. Ich werde voll erschossen. Fast. Ist die da ungefähr die Rampe runter Richtung Wasser oder was? Die war hinten bei 330 vorhin, nee. Also ich hab die Viecher hier. Ja, 330 hinten. 315. Hat einen Hit bekommen. Ja, scheiße. Ach, durch die Wand. Ist gut. Ja, auch Lauf. Die noch? Ja, ne? Ne, die lebt noch. Ich hab sie getötet! Sehr gut. Gut. Sehr gut. Sie war voll auf euch fixiert, deswegen hab ich immer... Ich hab leider sehr schön erst, ey, es war richtig knapp, ne? Meine Vetterli, die war leer. So, wo ich gerade auf sie geschossen habe, dann muss ich ganz schnell rüber switchen auf meine andere. Und dann habe ich sie damit erschossen. Oh. Ja, waren alle. Mega. Hier ist übrigens Geld. Nein, nimm mit. Ich habe 2 Kills gemacht. Schön. Habt ihr schon gemacht? War das alles 3 Felices, oder? Ich glaube schon. Müsste eigentlich, ja. Deswegen wollte ich gerade sagen, sag mal, wie viele laufen denn da von oben? Hey, ja, die eine da vorne ist verbrannt. Ja, aber da hinten könnt ihr die noch aufheben, die du gerade erschossen hast. Ich wusste, dass das Ding hier ist. Hat die eigentlich eine Vetterli? Nee, die hat eine Spachi. Was ist denn eine Spachi? Meinst du eine Sparks? Ich hab eine Stein, da steht eine Spachi. Was? Da steht Vetterli 71 gegen Spachi. Spachi. Der Spachi. Das Ding als Ding. Ich mach davon jetzt mal einen Screenshot. Ja, der Skin heißt Spachi. Gegen Spachi. So. Ja, könnte. Habt ihr gerade das Radio angemacht? Oder die Musik? Ja. Na, ich wusste, dass das Ding da steht, aber da habe ich halt keine Sicht drauf gehabt. Ich wusste, dass ich. Na, deswegen. Ja, mega! Hier könnt ihr looten, ne? Wir looten. Das hab ich doch gerade. Ja, war gut noch nicht. So. So. Sparks, Sniper, ne? Da sind wir ja direkt am Ausgang hoch. Hä? Was denn? Was? Ja. Hä, es gibt noch eine Sicht. Es gibt nur eine Sicht. Da ist. Bei dem anderen. Achso, das sind. Ach, das. Achso, der Meuchler ist noch gar nicht erschienen. Nee, die sind schon raus. Achso. Die sind vorhin schon rausgerannt. Wow, ich. Guten Morgen. Ist doch noch Nacht.
Nicht morgen. Oh, mein Spieler gerade geleckt. So. Was ist eigentlich hier oben? Das sieht so verlockend aus. Warte. Ja, geh mal gucken. Warte, hier ist ein Baumhaus. Ja. Du hast noch 19 Sekunden. Was? Wie? 16, 15. Hä? Du musst nur einmal ganz, ganz kurz reinrennen, da, da kannst du wieder rausrennen. So, jetzt kannst du wieder raus. Kannst du nicht rausrennen? Ihr könnt beide rausrennen. Ja. Rennen. Hm. Einer nicht. Oh. So. Mal gucken, was haben wir? Ich gehe mal davon aus. Ja. Achso, die haben die wieder geholt, oder? Stimmt. Muss ja. Stimmt, die lange Ulti ist jetzt anders. Ja, ich glaube, die, die ich erschossen habe, wurde wieder geholt. Ich habe das nicht richtig gesehen. Die lag ja da nicht mehr, hinterm Baum. Ja, stimmt. Ja, schön gemacht. Falls ihr das auffandet, deswegen dann lasst gerne ein Like da, kommentieren und abonnieren und Glöckchen und eine ganze Gedönsgitter. Deswegen gerne einschalten und bis zum nächsten Mal zu Hand Showdown. Tschüss. Tschüss.